Und Punkt Nummer 7 ist jetzt aber dran. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/13. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Landesregierung muss Handlungsbedarf im öffentlichen Dienst erkennen und wahrnehmen. Schlägt Frau Pieper für Ihre Fraktion vor. Und jetzt haben Sie das Wort. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Schon in der letzten Legislaturperiode, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, gab es bereits eine Debatte zu diesem Thema. Renate Hendricks sagte damals, es soll eine Arbeitsgruppe gegründet werden, da die Geschichte relativ komplex ist. Wir möchten gerne wissen, was ist aus dieser Arbeitsgruppe geworden? Was unternimmt die Landesregierung, um faire Bedingungen für die Angestellten im Landesdienst zu schaffen, insbesondere für die Lehrkräfte? Die Tarifrunden laufen noch. Wie man der Presse entnimmt, sind sie schwierig. Die Verhandlungsrunde Anfang dieser Woche hat keine Annäherung gebracht. Für die nächste Woche haben die Gewerkschaften eine Ausweitung der Warnstreiks angekündigt. Es wird also wieder Unterricht ausfallen. Ich möchte hier ausdrücklich klarstellen, dass bei Tarifverhandlungen eine politische Einflussnahme nicht erstrebenswert ist. Und das ist hier auch nicht unser Anliegen. Das machen die Tarifparteien, Herr Schneider, besser untereinander aus. Das sehe ich so wie Sie. Herr Dün hat heute Mittag dankenswerterweise gesagt, eine Debatte zeigt aber auch die Wertschätzung, die man einem Thema oder einer Gruppe von Menschen entgegenbringt. Und ich hoffe und denke, wir sind uns einig, dass unsere Angestellten im öffentlichen Dienst dieser Wertschätzung wert sind. Zur Sache selber. Seit Jahren bestehen Ungerechtigkeiten in der Bezahlung einer großen Anzahl von Angestellten des Landes im Vergleich zur Besoldung ihrer Kollegen, die verbeamtet sind. Besonders deutlich ist dies bei den angestellten Lehrerinnen und Lehrern, die rund 20% der Lehrer in unserem Land ausmachen. Das ist der höchste Wert aller westdeutschen Flächenländer. Die Lehrergewerkschaften sagen, dass angestellte Lehrer monatlich bis zu mehreren hundert Euro weniger auf ihrem Konto haben, an der gleichen Stelle mit den gleichen Verpflichtungen. Der Koalitionsvertrag nennt die fortwährende Ungleichbehandlung von Beamtinnen und Tarifbeschäftigung eine Herausforderung. Der Abschnitt, den wir im Antragstext zitieren, ist allerdings freundlich ausgedrückt wenig eindeutig. Es würde mich freuen, wenn er heute von den Koalitionspartnern etwas näher erläutert werden könnte. Will die Koalition etwas tun, um diese fortwährende Ungleichbehandlung zu beenden? In anderen Zusammenhängen wird im Koalitionsvertrag das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit genannt und seine Durchsetzung gefordert. Da frage ich mich, gilt dies auch für die Angestellten des öffentlichen Dienstes? In der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Hafke schreibt Frau Ministerin Lörmann, Zielsetzung der Landesregierung ist eine tarifvertragliche Lehrerentgeltordnung. Das finde ich richtig. Die Eingruppierung der angestellten Lehrer muss im Tarifvertrag geregelt werden. Soll nun eine Lehrerentgeltordnung in den laufenden Tarifverhandlungen vereinbart werden, heißt das aber noch lange nicht, dass dann faire Verhältnisse hergestellt sind. Der Verhandlungsführer der GEW, Andreas Gerke, erwartet hierbei nicht mehr, als dass man einen Einstich bekommt, auf den man dann in weiteren Verhandlungen aufsetzen kann. Wir wollen die Beratung in den Ausschüssen fortsetzen. Dann können wir uns mit den Ergebnissen der Tarifverhandlungen auseinandersetzen und schauen, ob die Verhältnisse den berechtigten Ansprüchen der Landesangestellten gerecht werden. Die GEW setzt sich dafür ein, dass den Ländern die Möglichkeit gelassen wird, landesspezifische Besonderheiten in ergänzenden Landestarifverträgen zu regeln. Sollte dies möglich werden, wäre es wert, auch über dieses Thema zu sprechen. Ich bin überzeugt, alle Angestellten im Landesdienst haben eine faire Bezahlung verdient. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir dieses Problem auch hier debattieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pieper. Und nun spricht Herr Weske für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Auf den ersten Blick hat der Antrag der Piraten ja was. Er klingt irgendwie logisch, er klingt irgendwie sozial und er klingt auch irgendwie gerecht. Und in der Tat, bei der Beschreibung des Problems treffen Sie den Nagel auf den Kopf, beziehungsweise lassen den Nagel auf den Kopf treffen. Es sind ja mehrere Zitate dort genannt worden von anderen. Aber zum Inhalt. Jeder von uns kennt das Problem, da braucht man ja auch nicht die Hinweise der Gewerkschaften dazu, der unterschiedlichen Nettobezüge von Angestellten und verbeamteten Lehrerinnen und Lehrern, auch aus dem eigenen Bekanntenkreis. Mein Kumpel Kubi, der hier immer herhalten muss an dieser Stelle, wenn ich was da brauche, Sportlehrer, 2 Wochen vor seinem 35. Geburtstag wurde er verbeamtet. Er ist wie Oskarchen Mazerat mit der Blechtrommel um das Lehrerpult herumgelaufen. Ich sagte ihm, beachte, du darfst jetzt nicht mehr streiken, sagte er. Egal, Hauptsache mehr Geld. Denk dran, wenn es dem Staat schlecht geht, kann er deine Wochenarbeitszeit erhöhen. Egal, Hauptsache mehr Geld. Und diese Hauptsache bleibt gleichzeitig den Kolleginnen und Kollegen verwehrt, die, warum immer, nicht verbeamtet wurden. Dass das nicht besonders motivierend ist und im Zweifel zu Knatsch in der Belegschaft führen kann, liegt auf der Hand. Eigentlich hat das ja auch jeder erkannt. Und wenn man als Land noch einmal ganz von vorne anfangen würde, würde kein Mensch auf die Idee kommen, die eine Hälfte der Lehrerschaft mit 400, 500 oder 600 Euro mehr im Monat zu vergüten als die andere Hälfte. Insofern ist es ungerecht und diese Ungerechtigkeit muss beendet werden. Da sind wir, denke ich, alle d'accord. Klar ist aber auch, es darf dabei zu keinem ruinösen Wettbewerb zwischen den Ländern führen. Insofern macht nur eine bundesweite einheitliche Lösung Sinn. Das Angebot an die Lehrerin oder den Lehrer, fahre doch 20 Kilometer von Arolsen nach Marsberg, bei uns in NRW bekommst du E12 und nicht wie in Hessen nur E11, um da auch mal eine Hausnummer zu nennen, um die es hier geht, ist nicht die Lösung, sondern die Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes insgesamt ist der richtige Weg. Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit soll ja nicht nur innerhalb einer Schule gelten, sondern auch für die Schulen in Marsberg, Arolsen oder wo auch immer in dieser Republik. Und da sind wir also bei der Frage der Zuständigkeit. Frau Pieper, Sie haben es auch gesagt. Eine faire und bundesweit einheitliche Lehrerinnen- und Lehrerentgeltverordnung ist ein tarifpolitisches Ziel und bleibt den laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst vorbehalten. Also als erstes stelle ich zum Antrag der Piraten fest, richtige Zeit, aber falscher Ort. Wir müssen erstmal abwarten, was auf der Tagesordnung der Tarifparteien in Potsdam da am Ende herauskommt. Als zweites möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass Sie gesagt haben, wir überweisen jetzt in den Haushalts- und Finanzausschuss federführend und dann müssen wir mal sehen, was die Tarifverhandlungen ergeben haben. Jetzt haben wir das Problem, dass wir aktuell alle 48 Stunden Haushalts- und Finanzausschuss haben. Insofern müssen wir gucken, dass wir dieses Thema auch erst im Juni oder Juli, wenn die Ergebnisse vorliegen, beraten werden. Und dann gucken wir mal weiter. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr Weske. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Herr Lohn. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, da hat der Herr Weske ja gerade von der SPD-Fraktion ein paar schöne Worte gefunden. Denen kann man teilweise zustimmen. Der Eindruck ist so, wer will was gegen gleichen Lohn für gleiche Arbeit haben? Ich war der Letzte, der was dagegen hat, wenn man den Lohn schon in seinem Namen trägt. Nur leider, Herr Weske, Ihre schönen Worte haben mit der Politik der Landesregierung nichts zu tun. Da sieht die Situation ganz anders aus. Denn wir müssen doch im Prinzip 3 Kernfragen beantworten. Erstens, warum haben wir in Nordrhein-Westfalen Ende Schuljahr 2014 genau 40.593 Angestellte und 153.178 beamtete Lehrer? Die zweite Frage lautet, und warum werden die angestellten Lehrer schlechter bezahlt als ihre Beamtenkollegen? Das ist ja nicht Gott gegeben. Irgendeiner muss es ja mal eingeführt haben. Und drittens, will die Landesregierung diese Ungleichbehandlung beenden, Frau Löhrmann? Und wenn ja, wie wollen wir das beenden?
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Beamtenanteil an der Lehrerschaft in Nordrhein-Westfalen liegt bei knapp unter 80%. Aus Sicht der CDU sagen wir ganz deutlich, das ist gut so und das soll auch so bleiben. Wir bekennen uns nicht nur hier im Landtag zum Berufsbeamtentum, sondern wir haben am vergangenen Woche auch im Grundsatzprogramm der CDU beschlossen, dass das Berufsbeamtentum fester und wichtiger elementarer Bestandteil unseres öffentlichen Dienstes bleibt. Meine Herren und meine Damen, das ist nicht überall so. In Mecklenburg-Vorpommern, Herr Mostofizadi, sind zum Beispiel 99% aller Lehrer angestellte Lehrer. Aber selbst dort, wo man sich bewusst zunächst gegen das Berufsbeamtentum gewehrt hat, ist man seit 2013 so schlau und sagt, wir müssen den Lehrern vor allen Dingen in den Mangelfächern den Beamtenstatus anbieten, sonst kriegen wir überhaupt kein Personal mehr. Das zeigt uns einmal mehr, dass es ohne Berufsbeamtentum auch im Schulbereich nicht funktioniert. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wollen einerseits attraktive Arbeitgeber sein, müssen wir auch, und wir wollen den Bedarf in Mangelfächern bedecken und wir wollen auf demografische Veränderungen reagieren. Und da wird es unumgänglich sein, dass wir auch in Zukunft angestellte Lehrer haben werden. Wenn man mal daran denkt, wenn jemand Lehramt studiert hat, nach dem Ende des Studiums bleiben ihm noch 30 bis 35 Jahre für die Zeit der Arbeitstätigkeit. Wenn aber feststeht, dass spätestens nach 20 Jahren seiner Lebensarbeitszeit die Schülerzahlen massiv zurückgehen, dann muss man da irgendwie flexibel und trotzdem attraktiv darauf reagieren, dass jemand Lehrer werden will. Denn die Schülerzahlen werden bis 2020 um 15% sinken. Diesen Realitäten können wir uns nicht verschließen. Leider Gottes ist das so, dass die Landesregierung hier erneut erstens die Arbeit und zweitens die Verantwortung verweigert. Im öffentlichen Dienst funktioniert es nur mit Beamten und Angestellten. Doch was macht die Landesregierung? Seit 5 Jahren hören wir von Ihnen nur Ankündigungen und Versprechungen, denen leider keinerlei Taten folgen. Große Dienstrechtsreform, Fehlanzeige. Einarbeitung der Sonderzulage, also das ehemalige Weihnachtsgeld, in die Gehaltstabelle, Fehlanzeige. Ruhegehaltsfähigkeit von Polizei- und Feuerwehrzulage, Fehlanzeige. Beseitigung der Ungleichbehandlung von Angestellten und Beamten, Fehlanzeige. Sehr geehrte Frau Kraft, und jetzt spreche ich Sie, Frau Lörmann, an, weil Frau Kraft nicht da ist und der Finanzminister, durch Ihre Untätigkeit in Sachen zukunftsfähiger öffentlicher Dienst gefährden Sie die Funktionsfähigkeit unseres Staates. Sie schaden damit allen Bürgerinnen und Bürgern des Landes. Herr Mostofizadi, einmal waren Sie mit Ihrer großen Klappe nicht untätig, nämlich da, als es darum ging, den Wortbruch und Verfassungsbruch in die Tat umzusetzen. Da haben Sie tatkräftig bei Frau Kraft geholfen, dass Sie letztendlich beim Verfassungsgericht verloren haben. Und das werden Sie doch bitter bereuen. Denn damals wurde die wahre Frau Kraft sichtbar. Sie hat ohne mit der Wimper zu zucken Versprechungen und die Verfassung gebrochen. Und ich würde jetzt gerne Herrn Finanzminister hier sehen. Der hat mir in einer Diskussion in der WDR-Arena erklärt, wie er sich die Abarbeitung der ungleichen Bezahlung von Beamten und Lehrern vorstellt. Der hat nämlich klipp und klar gesagt, wir müssen den Angestellten das Gehalt erhöhen und die Beamten kriegen nichts mehr. Und über die Jahre wird dann die Ungleichheit weg sein. Wenn das Ihre Art und Weise ist, Ungleichheit zu bearbeiten, dann sollten Sie es den Wählerinnen und Wählern auch sagen. Denn Ihr Geschwafel im Koalitionsvertrag, das wurde von der Kollegin der Piraten eben schon zu Recht kritisiert, lässt sich weder in die eine noch in die andere Richtung festlegen. Das ist einfach hohles Gerede. Sie müssen Ihren Versprechungen wirklich mal Taten folgen lassen. Und zum Abschluss will ich Ihnen sagen, na klar, im Moment laufen die Tarifverhandlungen. Eines der Schwerpunktthemen ist eben die Entgeltordnung für die Lehrer. Heute konnten Sie den Medien entnehmen, aber auch den Presseerklärungen der beteiligten Gewerkschaften, dass anscheinend Nordrhein-Westfalen, obwohl die gar nicht mit am Verhandlungstisch sitzen, da hat man sich den schlanken Fuß gemacht, Nordrhein-Westfalen massiv hintenrum versucht, Einfluss zu nehmen, möglichst niedrige Tarifabschlüsse hinzukriegen, damit hinterher die Übertragung auf die Beamten nicht so teuer wird. Kann ich aus finanzpolitischer Sicht alles nachvollziehen, nur die Finanzmisere haben auch Sie selbst verursacht. Sie hätten, wenn Sie Einfluss nehmen wollen, müssen Sie an den Verhandlungstisch gehen, klare Kante fahren und Farbe bekennen und nicht, wie Sie das jetzt machen, durch Untätigkeit und Versagen glänzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie mit am Pult, Herr Lohn. Ja, bitte. Ich muss was loswerden und dann gibt es eine Kurzintervention. Es wäre ratsam, wenn wir uns gegenseitig nicht großer oder kleiner Klappen bezichtigen.
Da wäre ich Ihnen dankbar. Ja. Also sprechen Sie mal nicht direkt mit großer Klappe an, auch wenn wir hier manchmal alle irgendwie eine riskieren. Aber besser wäre es nicht zu tun, dass das einen. Nur als Hinweis, danke. Genau. Ja, aber in dem Fall, Sie wissen schon, was ich meine. Das Zweite ist mit einer Kurzintervention, und zwar von Herrn Kollegen Mostofizadeh, die ich jetzt sozusagen freischalten kann. Bitte schön, Herr Mostofizadeh, Sie haben das Wort für 1.30 und dann hat Herr Lohn die Gelegenheit zu reagieren. Bitte. Ja, Herr Kollege Lohn, ich habe mich deswegen gemeldet, weil ich es für unerträglich halte, Aufgaben zu verteilen, wo man selbst sozusagen den Busch angezündet hat, indem Sie all die Punkte, die Sie aufgelistet haben, also angefangen von Zulage, weitergeführt über die Frage Lehrerbesoldung und, hier in den Raum stellen. Zum Ersten, zum Zweiten ist es schlicht falsch, was Sie sagen. Es gibt beispielsweise auch das Land Sachsen, was sich ganz klar erklärt hat, keine Beamtinnen und Beamten mehr, also keine Lehrerinnen und Lehrer mehr zu verbeamten. Da meine ich, müsste ein CDU-Ministerpräsident seit langem oder CDU-geführte Landesregierung am Werke sein. Und was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass Sie hier suggerieren, Sie würden es anders machen. Sie haben nicht mal in der Oppositionszeit es geschafft, einen Änderungsantrag zur Hinterlegung Ihrer Forderung auf den Tisch zu legen. Ich habe ja mittlerweile zur Kenntnis genommen, dass Sie Ihr sogenanntes Sanierungskonzept von der Homepage Ihrer Fraktion heruntergenommen haben, weil Sie keinem mehr ernsthaft erklären können, warum man das da noch drauf lassen kann, ohne rot zu werden, Herr Kollege. Und es ist einfach unredlich, was Sie hier vorgetragen haben und entbehrt jeder finanzpolitischen Solidität, was Sie hier machen. Und ich sage mal so, dass Sie in dieser Art und Weise auf mich reagieren, macht ja nur deutlich, dass Sie finanzpolitisch fern von jeder Realität sind und nicht gewillt sind, das, was Sie hier vortragen, auch inhaltlich umzusetzen. Herr Lohn, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ja, Herr Mostofizadeh, die Art und Weise, wie Sie dazwischen rufen, auch die Art und Weise, wie Sie jetzt hier intervenieren wollen, aber ohne eine klare Aussage zu machen, wie es denn weitergehen soll, die zeigt, dass Sie natürlich zu Recht empfindlich reagieren. Denn wenn er erwischt wird, dass er 5 Jahre lang nichts getan hat, der muss normalerweise so reagieren. Und Sie sprechen an die Zulagen. Klar, ich habe die erwähnt. Sie waren das, zusammen mit der SPD, die vor 5 Jahren versprochen haben, das zu ändern. Was haben Sie 5 Jahre lang gemacht? Außer nur Versprechungen von einer Wahl zur anderen. Unterm Strich ist 0, nichts. Und hören Sie auf mit Ihrer Vergangenheitsbewältigung, was vor 10 Jahren gewesen ist. Sie müssen die Situation jetzt gestalten und die Zukunft gestalten. All das, was Sie hier von sich geben, ist auf Deutsch gesagt Kokolores. Und wenn der Präsident mich rügt, weil ich gesagt habe, Sie hätten ein relativ großes Sprechorgan, dann nehme ich das zur Kenntnis. Tatsachenbeschreibungen kann man anders ausdrücken. Wenn Sie sich beleidigt fühlen sollten, kann ich das auch von hier aus gerne zurücknehmen. Aber an der Aussage, dass man mit lauten Zwischenrufen, die dann noch unsachlich sind, die sachliche Diskussion nicht befördert, denke ich mir, gibt es keinen Deut abzuweichen. Machen Sie Ihre Hausaufgaben, dann können wir wieder weiter diskutieren. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Lohn. Und als Nächstes spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Zentis. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Also ich will mich jetzt nicht zu meinem Vorredner äußern. Diese Rede war genauso gehaltvoll wie viele andere, die wir heute aus dieser Partei hier gehört haben. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wer stimmt da nicht zu? Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und keiner will da sicherlich irgendwo eine Differenz haben. Aber wir müssen uns immer fragen, was ist denn vergleichbar? Aus Ihren Worten habe ich heute gehört, was Sie wollen. Und darüber werden wir dann auch sicherlich qualifiziert in den Ausschüssen weiter beraten. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es eine ganze Reihe von Angestellten im öffentlichen Dienst gibt mit gleicher Qualifikation wie die der Lehrer. Und die haben dann, nach Ihren Worten, eine andere Bezahlung. Das kann auch nicht richtig sein. Beamte und Angestellte leisten in vielen Bereichen die gleiche Arbeit. Man hat das Gefühl, vor allen Dingen bei den Lehrern, es kommt auf dem Konto der einzelnen Person ein unterschiedlicher Betrag an. Aber die sind ja im Eigentlichen nicht vergleichbar, weil viele persönliche Lebensumstände einbezogen werden.
Das ist einmal die Steuer, die versucht, gerecht zu sein nach der persönlichen Leistungsfähigkeit eines jeden. Und das sind auch eine ganze Menge Sozialabzüge, die natürlich auch mit in das Nettogehalt einwirken, die ich betrachten muss. Und wenn ich dann die Sichtweise eines Arbeitgebers nehme, der auf die Kosten für die beschäftigte Person guckt, dann muss ich gucken, was ist denn da gleich? Dann komme ich vielleicht zu der Frage oder zu der Lösung gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das entspricht dann dem Aufwand des Arbeitgebers, nicht dem, was der Arbeitnehmer unten empfängt. Da haben wir sicherlich Differenzen, die wir zu klären müssen und die wir betrachten müssen. Frau Kollegin, standen Sie eine Zwischenfrage von Frau Pieper? Natürlich. Gut. Vielen Dank, Frau Zentis, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie der Auffassung sind, dass die unterschiedliche Bezahlung in der unterschiedlichen Situation der Betroffenen liegt und nicht systematisch veranlagt ist? Also ist es klar in der Systematik so, dass angestellte Lehrer weniger verdienen? Nein, ich wollte Sie nur darauf hinweisen, dass wir im öffentlichen Dienst, die werden ja alle nach Tarifvertrag bezahlt, wir haben im öffentlichen Dienst sehr viele Menschen mit gleicher Qualifikation und die werden alle glücklicherweise nach einem einheitlichen Tarifvertrag entlohnt. Und wenn ich jetzt da eine extra Lehrerversorgung nehme, habe ich Differenzen und dann habe ich bei gleicher Qualifikation nicht mehr das gleiche Entgelt. Darüber müssen wir uns unterhalten. Für Sie mag das Unsinn sein, für mich ist das eine Frage der Gerechtigkeit, die ich auch mit einbeziehen muss. Nein, Sie haben, also jetzt tut mir leid, Herr Schulz, Sie haben mich wirklich nicht verstanden und da gehe ich auch nicht weiter darauf ein. Sie stellen aber auch bei der Gerechtigkeitsfrage nur die Frage nach der Entlohnung für gleiche Arbeit. Herr Weske hat es schon ausgeführt, es gibt auch da noch Unterschiede im Recht der Beamten und nicht alles ist so günstig und so positiv. Wir werden im Ausschuss uns da sicherlich qualifiziert drüber unterhalten und unsere Meinungen werden sich annähern oder auch nicht. Wir werden eine Lösung finden. Was ich aber jetzt nicht hoffe, ist, dass Sie unser komplettes Berufsbeamtentum in Frage stellen. Viele Leute sind sehr begeistert von dem, was wir in der Bundesrepublik, in NRW, was die Verwaltung leistet und schafft. Also Beamtenschelte möchte ich hier nicht zulassen. Unsere Beamten und Beamtinnen sind das schon wert und teuer. Außerdem hätte ich sehr begrüßt, wenn Sie bei der Frage nach der gerechten und der gleichen Entlohnung auch den Equal Pay Day erwähnt hätten und auch im Sinn gehabt hätten, denn Frauen bekommen üblicherweise statistisch gesehen doch 22% weniger Gehalt. Und das schließe ich für den öffentlichen Dienst aus. Und das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit und nicht nur der Frage von beamteten Lehrern und angestellten Lehrern. Das ist nämlich das Problem. Und dann holen Sie sich einen Halbsatz aus dem Koalitionsvertrag raus und stellen den nur für die Lehrer im Vergleich. Nein, auch dass Frauen 22% weniger verdienen als Männer, müsste nämlich dann hier bei der Frage der Gerechtigkeit zur Sprache kommen. Und das Statistische Bundesamt, es hat ermittelt, dass nur 10% der Paare ein ähnlich gleich hohes Einkommen haben. Ich, in meiner unbefangenen Art, ich könnte jetzt tippen, das sind meistens Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, nämlich da ist das sehr leicht oder viel leichter möglich. Nur 13% der Paare in Deutschland, da verdient die Frau mehr als ihr Lebenspartner. Und in 77% der Fälle verdient der Mann mehr. Das ist die Frage der Gerechtigkeit, da müsste 50-50 sein. Und darüber müssen wir uns wirklich ernsthaft unterhalten und auch kümmern. Der Überweisung stimmen wir zu und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Zentis. Bleiben Sie bitte am Puls. Es gibt eine Kurzintervention von Frau Pieper von der Piratenfraktion. Frau Pieper, wenn Sie Ihr Mikrofon antippen, dann kann ich Sie freischalten.
So. Herr Präsident, ja, da Sie mich noch mal ganz direkt angesprochen haben, möchte ich noch mal ganz deutlich sagen, dass ich an keiner Stelle mich gegen das Beamtentum ausgesprochen habe, um das noch mal hier ganz deutlich klarzustellen. Und was ich nicht verstehe, ist, dass Sie auf den Equal Pay Day ansprechen, weil wenn ich einen Antrag über Bienen stelle, spreche ich auch nicht über Hummeln. Das ist hier nicht das Thema, die gleiche Bezahlung von Mann und Frau. Hier geht es um einen Tarifvertrag für Angestellte im öffentlichen Dienst. Und wenn wir dieses andere Thema bringen, dann würden wir dazu einen eigenen Antrag stellen. Herzlichen Dank. Bitte schön, Frau Zentis. Ich habe Sie lediglich darauf hingewiesen, dass dieses Problem für Frauen wesentlich größer ist, als was Sie sich für eine kleine Gruppe hinaussuchen. Dass wir das ist wirklich eine kleine Gruppe der weiblichen Lehrerinnen und Lehrer, die Sie da ansprechen, im Gegensatz zu allen anderen Frauen. Herr Schulz, da mögen Sie vielleicht eine andere Blickweise zu haben, aber diese Menschen haben es erst recht verdient, dass man sich um sie kümmert und da Gerechtigkeit schafft. Vielen Dank, Frau Zentis. Und als nächster Redner ist für die FDP-Fraktion angekündigt Herr Kollege Witzel. Nun, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, wer könnte schon ganz grundsätzlich etwas gegen den Anspruch haben, gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Es geht hier um Fragen des Berufsbeamtentums und von öffentlichen Angestellten und in der Tat, so wie der Antrag formuliert ist, nicht um Fragen des Equal Pay Day. Zu dem Thema meiner Vorrednerin und zu ihren Ausführungen dazu gäbe es auch noch viel zu sagen. Ich teile ausdrücklich nicht Ihre Auffassung, dass wir die größte Gerechtigkeit hätten, wenn automatisch jede Person dasselbe hätte wie eine andere, sondern es ist eine Frage von Laufbahn, von Berufszeiten, die man entsprechend da verbringt, von der Frage, wie lange hat man Vollzeit und Teilzeit gearbeitet. Und deshalb sind Berufsverläufe unterschiedlich. Und genauso wie es richtig ist, dass dasselbe vom Grundsatz her identisch vergütet wird, ist es aber ebenso nicht verkehrt, wenn es auch unterschiedliche Laufbahnen gibt, die Personen individuell eingeschlagen haben, die dann auch nicht zu Ergebnisgleichheit führen, sondern zu Ergebnisunterschiedlichkeit. Und das ist unsere Auffassung von Leistungsgerechtigkeit, nicht Ergebnisgleichheit unabhängig von Laufbahnen, sondern Leistungsgerechtigkeit abhängig von dem, was man vorher gemacht hat, wie man sich angestrengt hat, was man geleistet hat. So, was die Statusunterschiede angeht für Angestellte und Beamte. Das Problem, was der Antrag der Piratenfraktion beschreibt, ist existent. Es ist nicht eindimensional, aber es ist existent. Und die Unterschiede wird auch niemand bestreiten. Und natürlich vermittelt sich nicht unmittelbar die Sinnhaftigkeit, wenn der Schüler gar nicht weiß, ob sein Lehrer verbeamtet ist oder Tarifangestellter ist und jedenfalls von der Leistung, die für die Empfänger der Dienstleistungen her gesehen gar nicht sichtbar ist, wie der berufliche Status aussieht und sich auch gar nicht unterscheidet. Richtig ist aber, dass es ein Bündel von Faktoren zu berücksichtigen gilt. Das wird dem Antragsteller auch klar sein. Es gibt die angesprochenen Nettoeinkommensunterschiede, die in diesem Antrag hier dargestellt werden. Es gibt auf der anderen Seite die Frage des Streikrechts. Es gibt die Diskussion, die wir jahrelang gehabt haben, über Schulwanderfahrten, ja, wo angestellte Lehrer wie selbstverständlich die Kostenerstattung bekommen haben, während man von Beamten aufgrund ihrer Loyalität dem Staat gegenüber lange Jahre verlangt hat, das eben aus eigener Tasche zunächst mal zu tragen, mit großer Rechtsunsicherheit, ob man da Teile wieder von zurückerstattet bekommt. Wir haben die Problematik der Umsetzung von Tarifverträgen, die bei Beamten eben nicht, wie wir ja gesehen haben, bei Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen 1:1 erfolgt, sondern teilweise auch stark von 1:1 abweichen kann, nicht nur in Randbereichen. Und deshalb gibt es an sich einfach ein Bündel von Faktoren. Mal sind öffentliche Angestellte in einigen Punkten besser gestellt, in anderen sind es die Beamten und es stellt sich in der Tat die Frage, was soll diese Unterschiedlichkeit? Es wäre wünschenswert, wenn wir eine einheitliche Lage hier hätten
Und wir kennen aber auch die beamtenrechtlichen Voraussetzungen. Und deshalb hat auch unabhängig davon, wer nun gerade die Regierung in Nordrhein-Westfalen inne gehabt hat, jeder mal mit dieser Thematik an der einen oder anderen Stelle zu tun gehabt, wenn es nämlich nur um befristete Tätigkeiten geht, Nationalitätsgrenzen, wenn es um Fragen der Altersversorgung geht in Relation zu der Dienstzeit, die man hat, ja, weil nach Beamtenrecht ja nach Alimentationsprinzip in der Pensionsphase die Allgemeinheit aufkommt, dann setzt das ja auch aus Sicht des Staates das Interesse voraus, dass es wenigstens eine gewisse Anzahl von Arbeitsjahren vorher auch im Dienst gegeben hat. All das sind Faktoren, warum bestimmte Teile der Beschäftigten nicht die Voraussetzungen für den Erwerb des Beamtenstatuses erreicht haben. Wir haben in unserer schwarz-gelben Regierungszeit an einigen Stellen was verbessert. Wir haben Altersgrenzen aufgesetzt, für die Lehrerschaft auch zu späteren Jahren noch Vorbeamtungen möglich gemacht, weil wir sonst auch im Standortwettbewerb mit anderen Bundesländern so nicht hätten genügend qualifizierte Kräfte bekommen können. Und deshalb sollten wir uns ganz grundsätzlich dieser Frage in den nächsten Jahren widmen, der Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Ich bin der festen Überzeugung, es ist nicht alleine die Frage von Nettoeinkommensunterschieden so wichtig, das ist ein wichtiger Faktor, aber nicht der alleinige, der die Attraktivität des öffentlichen Dienstes in den nächsten Jahren ausmacht. Wir werden in vielen Bereichen Fachkräftemangel haben. Wir haben in unterschiedlichen Ressortbereichen hohe Alterskohorten, die nächsten Jahre ausscheiden aus dem Dienst, wo für Nachwuchs gesorgt werden muss. Wir brauchen ein attraktives Dienstrecht. Der öffentliche Dienst darf nicht nur dann Chancen haben, qualifizierte Bewerber rekrutieren zu können, wenn es an sich in der Wirtschaft konjunkturell schlecht läuft und auf dem Arbeitsmarkt nicht gut aussieht. Wir brauchen qualifizierte Leute, die Besten, die sich auch ganz bewusst für die Wahrnehmung hoheitlicher Tätigkeiten entscheiden. Und deshalb ist all das jetzt auf den Weg zu bringen, zeitnah mit der Dienstrechtsreform, mit attraktiven Perspektiven, die man auch nach einer Ausbildung im öffentlichen Dienst hat. Dafür sollten wir gemeinsam die nächsten Monate streiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. In Vertretung für den entschuldigten Finanzminister erteile ich für die Landesregierung Herrn Minister Schneider das Wort. Der steht auch bereits am Rednerpult. Bitte, Herr Minister. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Im Antrag der Piraten wird gefordert, die Bezahlung der angestellten Lehrkräfte anzuheben, um statusbedingte Nettozahlungsdifferenzen zu vergleichbaren Lehrern im Beamtenverhältnis auszugleichen. Natürlich steht die Koalition, steht diese Regierung zum Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Es geht nicht um gleichen Lohn für gleiche Arbeit, sondern um gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Die Piraten verkennen in ihrem Antrag, dass es sich bei der Besoldung von Beamtinnen und Beamten und bei der Bezahlung von tarifbeschäftigten Lehrkräften um zwei verschiedene Zuständigkeitsbereiche handelt. Während die Besoldung von Beamten Sache des Landesgesetzgebers ist und damit auch im direkten Zuständigkeitsbereich der Landesregierung liegt, ist die Festsetzung der Löhne für tarifbeschäftigte Lehrkräfte Sache der Tarifparteien und nicht einfach gesetzlich zu regeln. Und das wäre ja auch noch schöner. Ich kann Ihnen sagen, die Tarifautonomie, das freie Aushandeln der Einkommen und der Arbeitsbedingungen zwischen den Tarifvertragsparteien ist geradezu sozialpolitisch heilig. Und da sollte niemand den Versuch unternehmen, gesetzgeberisch einzugreifen. Inwieweit der gewerkschaftlich geforderte Eingruppierungstarifvertrag für tarifbeschäftigte Lehrkräfte zu einer Anhebung der Entgelte führt, bleibt den zurzeit, darauf ist schon hingewiesen worden, laufenden Tarifverhandlungen vorbehalten. Sie werden auf Arbeitgeberseite von der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder geführt, bei der das Land NRW über den NRW-Arbeitgeberverband Mitglied ist. Tarifverhandlungen sind Sache der Tarifpartner. Politische Gremien sind nicht der richtige Ort, um Tariffragen zu lösen.
Einmischungen, selbst der gut gemeinte Rat aus dem politischen Lager, haben Tarifverhandlungen selten genützt. Die gebotene Zurückhaltung gilt natürlich verstärkt für die offizielle Parteiergreifung des Landtages des bevölkerungsreichsten Landes. Das Bruttoentgelt der Tarifbeschäftigten unterscheidet sich nicht wesentlich von der Bruttobesoldung der Beamten. Es liegt in der Regel sogar höher als die vergleichbare Besoldung. Auf die Nettodifferenzen, die hier angeprangert werden, hat das Land keinen Einfluss. Sie sind in den unterschiedlichen Kranken- und Alterssicherungssystemen begründet. Sie resultieren also aus den Sozialversicherungsbeiträgen und dem Eigenanteil zur Zusatzversorgung der Tarifbeschäftigten, die den angestellten Lehrern im Alter eine weit über die gesetzliche Rente hinausgehende Altersversorgung sichert. Eine finanzierbare und an den Ursachen ansetzende Angleichung der verfügbaren Nettobeträge könnte nur über die Senkung der Beiträge erreicht werden. Die Zuständigkeit für die Sozialgesetzgebung und damit die Handlungsmöglichkeiten zur Senkung der Sozialabgaben liegen aber beim Bund. Einfluss hat das Land hingegen auf die Frage, ob es seine Beschäftigten verbeamtet oder nicht. Diese Entscheidung wird nicht willkürlich, sondern nach objektiven Kriterien getroffen. Für eine Nichtverbeamtung gibt es immer Gründe. Solche Gründe können eine nicht vollständige Ausbildung oder das Alter der Beschäftigten sein. Meine Damen und Herren, Herr Lohn, wenn Sie eben darauf hinwiesen, dass diese Regierung in Fragen des öffentlichen Dienstes nichts tut, untätig ist, so entspricht dies ganz einfach nicht den Tatsachen. Sie waren in Ihrer Regierungszeit sehr wohl tätig. Sie haben nämlich das Landespersonalvertretungsgesetz zertrümmert. Und ich kann mich noch erinnern an einige Anrufe aus dem Lager der damaligen CDU-Fraktion, wo wackere CDA-Kollegen mitgeteilt haben, wie sie unter Druck gesetzt worden sind, um diesem schlechten Gesetz, was sie da auf den Weg gebracht haben, zuzustimmen. Einige haben ja diesem Druck auch widerstanden und haben dagegen gestimmt. Und diese Regierung hat als erste Maßnahme in ihrer Politik für den öffentlichen Dienst das beste in Deutschland vorhandene Landespersonalvertretungsrecht geschaffen. Und darauf kann man auch stolz sein. Darauf kann man auch stolz sein. Und deshalb sollten Sie diese Unterstellungen, hier würde nichts getan, sein lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat ihre Redezeit um gut eine Minute überzogen. Ich sage das nur der guten Ordnung halber, weil diese Redezeit, zusätzliche Redezeit, ja selbstverständlich auch den Fraktionen zur Verfügung steht. Davon möchte erkennbar keine der Fraktionen Gebrauch machen. Deshalb schließe ich die Aussprache und rufe die Abstimmung auf. Die Fraktionen haben sich zwischenzeitlich darauf verständigt, anders als ursprünglich geplant, den Antrag Drucksache 8113 nicht direkt abzustimmen, sondern an den Haushalts- und Finanzausschuss federführend sowie an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung zu überweisen. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer möchte diesem Verfahrensvorschlag zustimmen? Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist jeweils nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich schließe Tagesordnungspunkt 7, rufe auf Tagesordnungspunkt 8.